So, Hallihallö hier, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zurück auf der Untergriesbach hier im LS19. Neuer Tag, neues Glück. Wir haben heute sehr viel vor, was Düngung und Pflanzenschutz angeht. Deswegen werden wir nicht viel Zeit verlieren. Wir werden mal direkt starten und ich werde nebenbei mal ein bisschen erzählen. Und zwar werden wir jetzt mit dem Johnny, werden wir uns erstmal ein bisschen Pflegebereifung aufziehen. Das Gewicht werden wir wohl, denke ich mal, nicht brauchen. Da wir jetzt erstmal Pflanzenschutz austragen werden. Wir müssen den erstmal umkonfigurieren und auf den Feldern, wo Raps drauf ist, was wir Ende des letzten Jahres angesät haben, da kommt jetzt ein bisschen Pflanzenschutz drauf. Zudem unsere Wiesen, ja, Stickstoffgehalt ist jetzt nicht mehr ganz so prickelnd. Da müssten wir auch ein bisschen was tun, also da werden wir auch einmal beigehen und das Ganze ein bisschen schöner machen, sodass wir nachher zum ersten Schnitt unsere Wiesen doch bisschen ansehnlicher haben. Ja, alles ganz schön eng hier. Müssen wir natürlich erstmal gucken, ob wir bei den Burschen hier überhaupt Pflegebereifung rauf machen können. Nokia, Trelleborg, Zwillingsbereifung. Ja, sieht nicht schön aus, aber na gut. Muss sein. Wir haben nämlich keinen anderen Träger hier. Komm, wir gehen schnell in Ansicht. Ganz, ganz schnell. Ah, jetzt können wir vorne gar nichts ran machen, ne? Nö. Nö, 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 nö. Gut, dann können wir nur. Können wir nur. Die Spritze nehmen und nicht den Zusatztank. Na gut, das ist auch nicht so schlimm. Wir werden das schon gewuppt kriegen, das Ganze. Ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Müssen wir zwar wahrscheinlich eins öfter fahren. War jetzt nicht so ganz geplant. Ich habe mal eine Frage zu euren Wiesen. Wenn ihr im Season spielt, ne, da kommt ja dann auch Unkraut irgendwann mal auf. Auch bei den Wiesen. Spritzt ihr das tot oder geht ihr da mit dem Striegel rüber? Oder wie macht ihr das? Das würde mich mal interessieren. Hab das jetzt auch schon öfter gemacht. War mir immer nicht so ganz sicher. Ich meine, am Ende habe ich es auch tot gespritzt. Aber ja, man könnte es ja auch anders lösen, ne? So. Wir fangen mal bei dem Kleinfeld an. Dafür reicht der Pflanzenschutz oder das, was in dem Tank noch drin ist, eigentlich noch aus. Müsste eigentlich, ja. Dann fahren wir nachher runter, füllen auf und dann fahren wir zu den anderen Feldern. Bin ich schon zu weit? Nee, bin ich nicht. So. Es gibt ja immer wieder Nachfragen, wann mal wieder ein Livestream kommt. Ja, ich muss sagen, ich bin euch da ein bisschen was schuldig. Wir werden mit aller Voraussicht nach morgen einen Stream veranstalten. Ich weiß nur noch nicht so ganz, zu welcher Uhrzeit. Könnte schon sein, dass das vormittags passiert. Vormittags seid ihr ja wieder wahrscheinlich Schule, Arbeit und alles. Aber ich glaube, ich werde es nicht anders hinkriegen. Aber wir gucken mal. Also morgen könnt ihr schon mal festhalten, dass wir da wahrscheinlich eine Runde streamen werden. Das passt, das passt. Ja, nicht so weit. Warte mal, wir müssen mal gucken, ob das von der Höhe her passt. Eigentlich noch ein bisschen höher, ne? So. Ja, schick. Gut. Das reicht locker noch für das Feld. Das ist gut, dann können wir eigentlich nachher auch bei Feld Nummer, ja, wenn ich die mal immer wissen würde, ne? 13 weitermachen. Und dann können wir da auftanken nachher. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alles hier verpulvern werden. Ich denke schon, dass da noch ein bisschen was übrig bleiben wird. Ja, dann machen wir da oben weiter. Und dann könnt ihr mir erzählen, wie ihr das mit den Wiesen macht. Weil da muss eh Stickstoff rauf. Und dann gucken wir mal, ob wir da Pflanzenschutz oder Striegeln oder sowas. Es gibt doch jetzt auch Walzen, ne? Entfernen die auch das Unkraut? Also im LS17 war das. Nee, im LS17 war das eine Düngestufe, ne? Das hatte nichts mit.
Unkraut entfernen, glaube ich, zu tun. Aber ich habe damit noch gar nicht gespielt im LS19. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist eine Düngestufe, wenn ich mich recht entsinne. Das sieht alles ganz schick aus. Das passt ganz gut. Ja. Gestern haben wir ja, also in-game gestern haben wir ja ein bisschen Geld eingenommen durch die BGA, wer das gesehen hat. Waren ja knapp 39.000 Euro. Bisschen über 39.000. Jetzt haben wir 217. Ich weiß gar nicht, was, wann jetzt hier die Böhnchen dran sind. Sojabohnen. Na, wir brauchen noch ein, zwei Tage. Dann können wir die auch verhöken. So, ich glaube, hier war noch irgendwo eine Fahrgasse. Ja. Na gut, wird doch ziemlich leer, ne? Na gut, dann müssen wir halt gleich auftanken. Pflanzenschutz ist auch immer so teuer, ne? So. Das ganze Gerätchen aus. Und dann gucken wir mal, wo wir hier weitermachen. Irgendwo wird ja noch eine Bahn sein. Ich finde das schön, dass das alles aufgekeimt ist. War mir da ein bisschen unsicher. Aber joa, hat doch ganz gut geklappt. So, jetzt finden wir hier eine Fahrgasse. Hier ist eine. Perfekt. Habt ihr auch das Problem, dass ihr dieses Jahr so viele Mückenstiche habt? Ey, das ist jetzt ein paar Tage warm. Ich habe Mückenstiche. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich bin nur am Kratzen. Man versucht ja schon gar nicht, ne? Weil man hat ja dann überall so eine Stelle nachher, wenn das aufgeht. Das ist ja ekelhaft. Aber, boah, ab und zu kommt man echt nicht drum rum. Also ich finde, dieses Jahr ist ganz schlimm bis jetzt. Ach, vielleicht ist das auch nur bei mir so. Keine Ahnung, aber... Schön ist was anderes. Schön ist wirklich was anderes. Vor allem, das ist eigentlich noch nicht mal... Na gut, ein paar Tage hatten wir jetzt, wo es doch ein bisschen wärmer war, aber... Ja. Weiß auch nicht, du, was das alles soll. So, dann müssen wir hier noch hoch. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwo was. Oder? Nö, das war's. Das war's, okay. Klappen wir das hier zusammen. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Breite passt, aber ja. Schauen wir mal. Wir fahren jetzt einfach mal ganz still und heimlich hier raus. Weil der Weg ist ein bisschen kürzer. Der Schweinestall hier würde mich ja auch interessieren, ne? Hab ich glaube ich schon mal gesagt. Finde ich schon geil. Mal gucken. Vielleicht holen wir uns im weiteren Verlauf dann auch noch Schweinchens. Ein paar Schnitzel. So, junge Dame. Arm mal bitte vor. Danke. Moin. Ja, alle auf dem Weg zur Arbeit, ne? 9.30 Uhr, zwar ganz schön spät, aber... Naja, lieber spät als nie. Die arbeiten bestimmt alle bei der Bank oder sowas, deswegen... Sind natürlich alles nur Vorurteile. So, da wären wir. Wo haben wir denn angefangen? Wir haben da hinten. Kommen wir noch einmal rum mit Vorgewinnen? Ich glaube eher nicht. Aber egal. Wir machen jetzt einfach weiter. Zum Auffüllen ist er nicht ganz so weit. Da ist er. Da muss er rein, ne? Verfahren. So, hier. Gut, mit den 10% kommen wir jetzt echt nicht mehr weit. Aber ist nicht ganz so schlimm. Ja, hängt ganz schön tief, ne? So. So. Und auf geht die wilde Fahrt. Perfekt. Ja, so ist das im Frühjahr, ne? Bisschen düngen, bisschen kalken, bisschen Pflanzenschutz. Halt darauf achten, dass alles ein bisschen wächst, dass das alles im Lot bleibt, nicht zu viel Unkraut. Dass halt alles ganz entspannt wachsen kann.
Dann machen wir nachher, na gut, das wird zwar noch ein, zwei Tage dauern. Fangen wir nachher an, den ersten Schnitt zu machen. Für die Kühe, ich weiß gar nicht, ob wir da noch Silage großartig nehmen werden. Weil ich bin zuversichtlich, dass das dieses Jahr, was wir da noch haben, auch noch reichen wird. Vielleicht, wenn es nicht reicht, machen wir so zum Herbst nochmal einen Schnitt. Also dass wir dann zu 100% davon ausgehen, dass das auch ausreicht bis ins neue Jahr rein. Aber sonst, ja, denke ich mal nicht, dass wir da noch großartig was machen werden. Was wir aber dieses Jahr machen werden, das habe ich glaube ich schon ein, zwei Mal gesagt, ist, dass wir ein paar Pellets pressen werden. Weiß nur noch nicht so ganz, ob Stroh oder Heu, da müssen wir mal gucken. Oh, leer. Oh, hat sich ja jetzt nicht mehr gelohnt. Wie gesagt, ob Stroh oder Heu, vielleicht auch beides, mal gucken. Die Presse ist ja doch ziemlich teuer, also es wird sich da wahrscheinlich eher bei Heupellets lohnen, weil wir da so drei so richtig schöne große Wiesen haben. Und bei Stroh hätten wir ja, glaube ich, nur das Haferfeld dann, was wir ansehen werden. Ja, würden sich Heupellets wahrscheinlich anbieten. Wird dann zwar ein bisschen länger dauern, aber kannst halt nichts machen gegen, ne? Ich denke mal, das wird auch ein bisschen Geld geben. Ich meine, wir können ja mal vielleicht so pauschal reingucken. Heupellets müssten hier ja auch mit aufgelistet sein, genau. Das bringen wir so, ja, ein bisschen über den Tausender, ne? Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Pellets sind ja auch sehr ergiebig, also da kriegt man ja dann doch ein bisschen was raus. Denke mal, werden wir einmal machen. Vielleicht sogar schon vom ersten Schnitt. Na, nee, erster Schnitt ist ja immer noch nicht so trocken, dass wir daraus Heu machen können. Dann vom zweiten. Dann fahren wir den ersten Schnitt. Genau. Siehst, wir müssen ja schon mal planen unser Jahr. Dann fahren wir den ersten Schnitt komplett in die BGA, was wir da so reingeballert kriegen. Den zweiten Schnitt machen wir dann Heu draus, beziehungsweise Heupellets. Und vom letzten Schnitt gucken wir dann nochmal, ob wir das ein bisschen variiert kriegen. Von wegen so Heupellets und. Nee, Heupellets gar nicht. Sondern Silage für die Kühe und. Silage für die Kühe und vielleicht nochmal Heu. Ein bisschen. Ein bisschen Heu zumindest. Obwohl ich da eigentlich auch ausgehe, dass das reicht. Da haben wir ja mehr als genug. So, passt das vom Gewicht eigentlich her? Ja, ist schon. Na, geht schon ordentlich in die Knie, ne? Ja, ist nicht optimal. Ist nicht optimal, aber muss jetzt mal so gehen. Wenn wir damit zwei, drei Bahnen gefahren sind, wird das auch wieder ein bisschen ausgeglichener sein, aber erstmal ist doof. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch hätte konfigurieren können. Ich glaube schon. Aber nu ist egal. Pass auf, wir fahren jetzt hier oben an. Und da unten war ja gleich so eine Bahn, wo wir reinfahren können. Da arbeiten wir uns von hinten nach vorne. Das klingt doch gut. Einfahrt verpasst. So, wo war das denn hier? Ist in Ansicht, finde ich, schwierig zu sehen manchmal. So. Klappe mal aus den Stuhl. Nehmen wir das Ganze wieder ein bisschen an. So. Vielleicht auch schon fast ein bisschen zu hoch, aber. Musigol. Lassen wir so. Wenn wir nämlich die BGA befüllen, dann können wir noch ein bisschen mehr realisieren, was ich eigentlich so vorhabe, weil ich glaube nicht, was ich dieses Jahr so kaufen möchte eigentlich, dass ich das hinkriege, wenn ich die BGA nicht nochmal als Finanzquelle nehme.
Wir wollen ja noch ein Feld, vielleicht noch einen Teleskoplader kaufen. Und ja, vielleicht würde ich auch noch einen Trecker kaufen wollen. Mal gucken. Da bin ich mir ja auch noch nicht so ganz sicher. Mal sehen. Ich spiele auch mit dem Gedanken, dass ich vielleicht noch ein paar Kühe dazu kaufe. Ich meine, die Kalben ja, ich weiß, aber ja gut, nee, da müssen wir erstmal abwarten, wie viele überhaupt kalben. Was da alles so passiert. Ich fahre jetzt einfach mal bis hier hinten durch. Oh. Gut, hier meinte ich nämlich die Fahrgasse. Ich mach mal noch ein bisschen weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wir sind nämlich fertig. Ach nee, wir sehen uns dann ja morgen wahrscheinlich im Stream. Ha, genau. Also wer will, darf gerne einschalten, darf dann auch, wer es nicht schafft, sich später den noch ansehen. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Montag und ja, lasst gerne ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.